So, das ist also jetzt hier Greta. Nicht irgendwo ein Hahn. Oh. Messara. Das ist Messara, nicht Greta. Lügerer. Gut, dann machen wir mal die neuen Gebiete unsicher. Aber hier mal in Real Life durchzustaffen wäre halt so cool. Keine Ahnung. Das wäre wirklich mega cool. Wenn man Geld genug hätte, könnte man das ja irgendwie, könnte man sich so eine fette Insel kaufen und dann so eine antike Stadt draufbauen. Das wäre so cool. Oder so einfach. Warte mal, das wäre cool. Warte mal kurz. Wenn man sich zum Beispiel diese kleine Insel kaufen würde. Und dann hier fängt es halt an mit so Frühantike wie Ägypten und so weiter. Dann geht es hier mit antiken Griechenland, dann Rom und dann Byzantinisches Reich, dann bis zum Mittelalter. Also auch so Mittelalter in Europa und in Asien, vielleicht auch in China. Und dann hier hinten kommt man in die Neuzeit. Das wäre so geil. Das wäre mega geil. Naja, okay. Das wären nur ein paar Milliarden, die man dafür braucht. Aber egal. Das wäre cool. Super cool. So, das blaue Banner. Auftrag. 20 Stunden. Manche spartanische Hopliten nutzen die Hilfe von Söldnern, um in unser Land einzudringen. Tötet die Hopliten und ihre Wachen, damit die Söldner keine Arbeit haben. Ich bin ein Söldner. Wut des Hephaistos. Eine Schwächung der spartanischen Streitkräfte würden dem Athenerheer sehr hilfreich sein. Upsi. Kopfgelder für einen Söldner. So muss ich rübsen. So. Also, die mörderische Taten von Lykaon, der Weber, sind zu zahlreich, um sie aufzuführen. Er verbirgt sich im Wald, macht seinen Grauen ein Ende. Okay, okay. Beschmutzte Opfer. Unser heiliger Altar wurde von einem skrupellosen Söldner geplündert, der für die Banditen arbeitet. Okay, ich dachte, er meinte mich. Braucht ein Kämpfer für die Götter. Jawollo! So. Hat dein Schwein von Mann aufgehört, als wir ihn anflehten, unsere Ware nicht zu zerstören? Dann mach das mit ihm aus oder dem Militär. Bitte, lasst uns in Ruhe. Alter, was macht ihr da? Was soll das? Es geht um Gerechtigkeit. Das klingt gar nicht nach Gerechtigkeit. Was geht es dich an? Das ist die Familie einer der Wachen, die uns verprügeln und schikanieren. Das haben sie verdient. Diese Steuererhöhung ist lächerlich. Sie quetschen den letzten Rest Leben aus uns raus. Wir müssen uns erheben und kämpfen. Reden wir darüber, ja. Aber lasst es nicht an den Unschuldigen aus. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Wir können darüber reden. Reden? Wir haben unsere Waren zerstört und uns verprügelt. Haben sie, ja. Und vielleicht sollten sie büßen. Aber diese Familie hat nichts getan. Das Kind hat nichts getan. Sie sind unschuldig. Aber sie brauchen eine Lektion. Sie müssen lernen, dass wir kein Freiwild sind. Aber doch nicht so. Sie haben dich bezahlt, oder? Du arbeitest für sie. Gut, wie du willst, Söldnerin. Der Frau und dem Kind wird nichts geschehen. Aber mit dir sind wir noch nicht fertig. Wir haben unsere eigenen Söldner. Ja, schick sie her. Ist mir doch egal. Dank, Söldnerin. Die Schweine hatten den Tod verdient. Tja,
Wir haben unsere eigene Soldaten. Wir hätten ja eigentlich sagen können, so, wir sind gerade eben erst angekommen. Egal, dann verprügeln wir ein paar Söldner für die. Und dann passt es schon. Und dann passt es schon. Oh, schön. Ach ja, gut. Und dann, wo ist die kleine, der kleine. Da. Kann er aus. Fluffy! Ich sag ständig die, aber das ist ein der, Tobi. Der Arsch. Ganz genau. Gut. Okay. Der ist halt Level 33, also der wird wahrscheinlich nicht durch ein kleines Attentat vor Schreck umfallen. Haben wir ein paar Indizien, was der mag und was nicht? Oh, nee, haben wir nicht. Unsterblicher Satz, 100% Gesundheitsbonus nach tödlichen Treffer. I'm listening. Gut. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ja, ganz genau. Du hast ja. Ja. Dich auf, ich wie war das mit? Ich muss vorsichtig sein. Du hättest ja auch einfach auf das Dach springen können. Also das wäre meine Idee gewesen, dass wir das machen, aber cool, ich habe den hier rausgeführt. Ja, da hinten sind sie noch. Aber nice. Das war, glaube ich, nicht so so clever, ohne seine Armee herzukommen. Alter, die. Wer trifft da? Also einer trifft da richtig krass. Okay. Gut. Das lief ja jetzt sehr gut. Das ist für das Leid meiner Familie. Ganz genau. Da hinten. Gut. Also, ihr wisst, was das heißt. Ich habe jetzt genug Splitter für. Oder? Warte. Wo sehe ich das eigentlich? Wo kann ich das sehen? Hier, 5 Splitter. Brauche ich 5?
Nee, ich oh, verdammt, ich glaube, ich brauche mehr. Verdammt, wo stand das nochmal? Leute. Nee, ich brauchte 9, oder? 9. Wie komme ich auf 5? Dammit. Aber jetzt habe ich einen schönen neuen Rock. Rock. Rock'n'Roll. Der ist schon nice, aber hier mache ich plus 20% Kopfschussschaden. Kopfschussschaden ist halt schon not bad. Level 50. Die hat einen Zauberstab. Briefe des Weisen an Milite. Milite, ich verlangte Gehorsam und du hast ihn gezeigt. Die Art, wie du diese Leute im Tempel abgeschlachtet hast, ich sehe mich selbst in dir. Sehr gute Imperator-Musik im Hintergrund, das passt. Nur wenige begreifen, dass kein Blut außer dem Ausgewählten etwas zählt. Ach, schon wieder solche Idioten. Setze deinen Weg vor, Angeber. Anbeter. Und womöglich trittst du eines Tages an meine Stelle. Da dein Opfer nun vollzogen ist, habe ich vollführt, können wir das Ritual in Chios durchführen. Blut vergeht nicht. Ach, wenig weißt du. Okay, 45. Messara. Hilf den Leuten in der Nähe. Wolfsbau in Pokis. Kitter. Okay. Und die Musik, die ist so cool. So, da ist ein Ausrufezeichen. Da werde ich mal gleich schauen, was das Ausrufezeichen bedeutet. Das bedeutet wahrscheinlich, dass hier irgendwas ist. Sieh in dein Inventar. Ja, ich weiß schon, dass da was ist. Wie komme ich da rein? Ah, hier. Na cool. Söldner, bitte. Ich könnte Hilfe brauchen. Ah, dich kenne ich doch irgendwo. Was gibt es für ein Problem? Es gibt ernsthafte Unruhen in Kydonia, Söldnerin. Die Wachen und die Händler gehen sich an die Kehle. Die Wachen sollen den Einheimischen dienen. Was hat sie so aufgebracht? Steuern. Die Händler weigern sich, die erhöhten Steuern zu zahlen und die Wachen treiben sie zu übereifrig ein. Befehlshaber Diokles ist mehr Räuber als Wachmann. Der Aufruhr ist schlecht fürs Geschäft. Bitte beruhige ein paar der Unruheherde um Kydonia. Ein machtgieriger Befehlshaber, zivile Unruhen, das klingt nach viel Arbeit. Die äußerst großzügig belohnt werden. Ich habe Edelsteine, die jemandem wie dir sicher gefallen würden. Da bin ich sicher. Wie er das sagt. Dann helfe ich gern. Gut. Die Spannungen im Umfeld der Agora, am östlichen Markt und im Hafen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Soll ich alle nötigen Mittel einsetzen, um für Ruhe zu sorgen? Das ist typisch, Söldner. Für euch ist das Schwert die Antwort auf alles. Ja, man kann für Ruhe sorgen, indem man alle Beteiligten tötet. Aber manchmal ist es besser, einfach nur zu reden. Das war die Frage. Sei doch nicht so aggressiv. Bisschen
Du bist so negativ, Bruder. Warum senkt man nicht einfach die Steuern? Wenn erhöhte Steuern an all dem schuld sind, wäre es nicht das Einfachste, sie zu senken? Weißt du nicht, dass sich die griechische Welt im Krieg befindet? Nö. Krieg ist teuer und Kydonia braucht eine Flotte und Armeen. Wir müssen uns doch verteidigen. Du hast einen Befehlshaber, Diokles, erwähnt. Wer ist das? Kein Mann des Volkes, Söldnerin. Auf seinen Befehl hin üben die Wachen so viel Druck auf die Händler aus. Es ist furchtbar. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Tu, was du tun musst, um Ordnung zu schaffen. Aber pass auf. Einige wollen von diesen Unruhen profitieren. Wir zählen auf dich, Söldnerin. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich die, der Kosmos. Der könnte davon ja auch profitieren. Upsi. So. Aber die Frage ist natürlich jetzt auch, wieso schnauzt er mich an? So ein Popel. So, sag das nochmal. Oh ja. Nee, aber doch nicht. Warte, hier, verbessert den Speer. Genau hier. Sammel Artefaktfragmente 5 von 9. Dann würde ich sagen. Gehen wir jetzt auf Kultistenjagd. 45 ist halt ein bisschen heftig, aber. Messara für eine Schlacht. Wo ist denn Messara? Messara. Wow. Wir sind da. Gut. Dann kann ich hier ja weitermachen. Ups. Aber das war ja irgendwie klar, dass Messara, am oberen Ende der Nahrungskette, sage ich mal, ein Kultist ist. Die haben überall ihre Finger drin. Das klingt unanständig. So, die Augen des Kossos, verbessert ihn. Traut es Heim Glück allein. Ah ja, das ist das mit der Frau Mama. Beschmutztes Opfer. Ja, das scheint nicht so lange zu dauern. Ich glaube, das schaffen wir jetzt noch. Und los geht's. Los geht's. Ah, da oben. So. Ich glaube, das schaffen wir jetzt noch. Und dann gehe ich kurz auf Klo. Und dann bereiten wir alles vor für unser kleines Spiel. Fähigkeitspunkte. Du hast mindestens einen nicht verwendeten Fähigkeitspunkt. Was? Ich habe 5. Wieso habe ich ja jetzt Ohrwurm von Bambi? Ist das Bambi? Wenn ich kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Okay, wir raten einfach rein. Ja, das ist Bambi. Naja, egal. Aber ich finde es so lustig. Wie man so Lieder von der Kindheit plötzlich noch weiß. Oder plötzlich einen einfallen. Richtig lustig. Ja, du meldest dich. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Was ist passiert? Ein Söldner hat die Opfergaben von unserem Altar gestohlen und mit einem Banditenlager in der Nähe geteilt. Mir wäre lieber, unsere Gaben an die Götter würden zerstört, als dass sie bei diesem Abschaum landen. Und ich soll jeden einzelnen der Banditen töten. Nun ja. Bin dabei. Bei Zeus, welch Erleichterung. Überlass das mir. Das ist lustig. Oh Gott, das war ein bisschen, glaube ich, zu schnell geschnitten. Verlass das mir. Komm schon, komm. So, gut. Dann Banditenjagd, das sind ja nur 6. Das wird schnell gehen.
So, Banditen, Banditen, Banditen. Ich bin gerade wie blöde nach Hause gedüst. Oh nein. Ach so. Hier bin ich ja vorhin schon fast vor, reingeritten. Wo ist meine Jogginghose? Ja, Mann. Oh, ich muss mir unbedingt eine Jogginghose kaufen. Was war denn das jetzt für ein Schwertgeräusch? Aber ich liebe diese Musik, dieses Ding, Ding, Ding. Oh, hallo. Ding, bam, 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 bam. Der ist gerade ein bisschen unaufmerksam. Heb ihn sofort auf und geh ins Gebüsch. Dankeschön. Da könnte ich eine Atombombe reinschmeißen und den snacke ich so zwischendurch. Steht mal auf, genau. Jetzt geht der nach hinten. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, das ist jetzt unpraktisch, dass ich mitten in der Mitte bin. Tja, na gut, ich wollte gerade 4 drücken. Ich bin hier nicht. Ich bin hier doch. Hab gelogen. Entschuldigung. Bin hier doch. Willst du etwa fliehen? Das lasse ich nicht zu. Ich stecke hier vielleicht doch nicht. Hab dich runtergeschmissen. Fertig. Fertig. Sehr schön. So, hier ist ein Gefangener. Die Lampe war nicht vorne. Ich verdanke dir mein Leben. Ah, der Übersetzer war noch nicht da. Aber das ging ja echt schnell, ne? Auch wenn ich es ein bisschen verquarkt habe. Es ging schnell. Gut. Kehre zurück zur Priesterin. Machen wir das jetzt noch schnell? Ach komm, das machen wir jetzt noch schnell. Die ist ja gleich da. So, ich bin nur eindeutig lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Sorry, Tobi, wie heißt das Spiel nochmal? Entschuldigung! Ich habe gerade auf den Chat geschaut. Als ob das was Besonderes wäre. Genau. Gartic Phone. Genau. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Gute Arbeit. Du hast dir deine Drachmen wirklich verdient. Ein ganz normaler Tag. 1100. Lol, egal. Nice. Gut.